Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Wie ihr seht, ich bin am Civic dran. Wie ihr seht, da ist Stinker, ja, mit seinem komischen Civic. Und wir sind gerade dabei, den EJ9 leider aber sicher zu schlachten bzw. zu strippen. Also den da, nicht den da. Aber es ist für ein Gutes, und zwar spendet er ein paar Teile für den EJ6, damit der langsam aber sicher fertig wird. Das sind meistens, also es sind fast eigentlich nur spezifische Teile für den D-Motor. Ne, wobei eigentlich alles, ne? Ja, also eigentlich alles Teile vom D-Motor, die quasi aus dem hier jetzt in den EJ6 wandern. Ich habe schon das Schaltgestänge rausgenommen, das habe ich jetzt ohne Kamera gemacht, weil ich nicht wusste, wie lange ich für den sogenannten Bitch-Pin brauche. Und zwar ist das dieser schicke Pin hier, ja, der im Schaltgestänge sitzt. Wie ihr den am besten rauskriegt, ist ganz einfach, ihr nehmt irgendwas, was genau die Größe von diesem Ende hat, ja, also genau den gleichen Durchmesser, und dann viel WD-40, einen Hammer und draufkloppen, also wirklich gib ihm. Ja. In meinem Fall, ich habe einfach einen Bohrer genommen, ich weiß gerade nicht welche Größe, schreibe ich mit dem Video rein, mache ich dann hier, da steht es jetzt, was für eine Größe das ist, und ja, so geht es am einfachsten, viel Geduld, wie gesagt, kloppen, viel WD-40 und dann irgendwann ist das Ding raus, Gott sei Dank. Weil wenn ihr irgendwas nehmt, womit ihr hier außen das Ende entweder platt klopft oder quasi so einmal umschlagt, dann kriegt ihr das nicht mehr raus. Von oben könnt ihr das nicht rausschlagen, ihr müsst also unter das Auto. Und jetzt gibt es noch ein paar andere Sachen, die wir ausbauen müssen. Einmal die Servopumpe, die Lichtmaschine, die Antriebswelle rechts und den Krümmer. Also würde ich sagen, let's go. So, ich habe die Mutter von der Antriebswelle schon mal gelöst. Man sieht, ich habe sie hier ein bisschen malträtiert. Weil man sieht hier diese Einkerbung, und hier ist die Mutter normalerweise reingeschlagen. Das heißt, ihr müsst die rausschlagen und dann am besten mit einem möglichst langen, mit einer möglichst langen Ratsche oder einer Verlängerung einfach abziehen. 32er Nuss hatte ich ja schon mal mitgeteilt, als wir die Antriebswellen vom B-Motor abgenommen haben. Ja, die Antriebswelle, wie man unschwer erkennen kann, ist sie raus. Jetzt müssen wir sie unten unterm Auto noch rausziehen. Das Problem ist da, dass das Getriebeöl leicht raustropft. Ich habe da mal was vorbereitet. Ja, einfach mal so ein bisschen Papier dann rein, dass ich das zustopfen kann. Ja, dass das ganze Getriebeöl nicht raussifft. Das heißt, jetzt einfach rausziehen. Ja, jetzt wird das Ganze wieder zusammengebaut. Das zeige ich euch mal wieder nicht. Sondern das machen wir ganz entspannt. Warte mal. Jawohl, zeig mal deine Trophäe. Also weiter geht's mit der Lichtmaschine. Die könnt ihr, also die seht ihr hier. Ist im Kofferraum meine Taschenlampe. Das würde ich meinen Zuschauern gerne richtig zeigen. Ja, ich guck mal. Da geht der Keilriemen entsprechend rüber. Und wir haben eine Schraube, die man von unten am besten erreicht, und zwar, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, da vorne, genau, und die, da kommt ihr am besten von außen dran, ja, und entsprechend mache ich die einmal ab. Ja, und bei der Schraube, die ich euch gerade gesagt hatte, ist hier neben auch noch eine. Um an die zu kommen, müsst ihr da oben noch eine lösen, so dass ihr auch den Keilriemen abnehmen könnt, und dann könnt ihr quasi hier noch eine Schraube lösen, damit ihr die ganze Lichtmaschine schon mal ein Stückchen nach oben schieben könnt, so dass ihr die Schraube gut rauskriegt, die hier, auf die ich hier zeige, ich hoffe man sieht's, und ja, dann die lösen, und dann könnt ihr dieses Gestell hier unten auch noch mit rausnehmen. Die Lichtmaschine ist jetzt raus, und bei der Lichtmaschine hatten wir das Problem, wir mussten einfach mal die ganze Ansaugbrücke abnehmen. Es ist einfach kein Platz. Weil von unten wollte es nicht, da gab es keinen Platz, von oben wollte es auch nicht so wirklich. Jedenfalls, ja, mussten wir die ganze Ansaugbrücke entsprechend rausnehmen. Ja, jetzt ist raus die Lichtmaschine, und das passt auch soweit. Jetzt ist der Krümmer dran. So, Tag 2 der Umbauten bzw. Ausbauten. Der Kühler ist raus, der ist hier oben befestigt. Dann hier einmal den Ausgleichsbehälter runternehmen, und da unten, da wo ihr das Loch seht und das Loch seht, ist er nur eingesteckt. Das heißt, da sind keine Schrauben. Ihr müsst nur gucken, dass er den Stecker hier löst. Das geht am besten, wenn der Ausgleichsbehälter schon ab ist. Und ja, was ist noch runtergekommen? Genau, der Krümmer. Da hatten wir ja gestern schon die Schrauben oben gelöst. Unten sind es ja noch die zwei Schrauben zum Cut hin. Und die Befestigung, das hatte ich euch schon gezeigt beim B-Motor-Krümmerausbau.
Und jetzt geht es noch an die Servopumpe. Da habe ich schon da unten eine Schraube gelöst, die das Ganze wie bei der Lichtmaschine auch hier unten hält, wegen dem Riemen, dass man das so verstellen kann. Dann habe ich hier schon eine Befestigungsschraube, die in den Block geht, gelöst, da unten auch. Jetzt fehlt nur noch die hier und dann hoffen wir, dass wir das Ganze abziehen können, kippen können, weil die Servopumpe pumpt hier durch. Und wenn man das abnimmt und der Ausgleichsbehälter dann noch überall dran geschlossen ist, dann pumpt er hier die ganze Zeit das Öl raus. Und das wollen wir nicht, deswegen wollen wir das einmal abnehmen, kippen, sodass das Öl quasi die ganze Zeit in den Behälter zurückläuft, sodass wir hier den Schlauch abnehmen können und dann eine Loop reinmachen können, dass der Schlauch da direkt quasi von unten wieder nach oben reingeht. Und die Servopumpe ist auch raus, also die war dann einmal wirklich noch hier unterm Krümmer befestigt und entsprechend ist die jetzt raus. Dann haben wir den Schlauch einmal geloopt, das müsste man nicht machen, also man könnte den auch sicherlich einfach nur hier dran kleben. Falls noch irgendwas sein sollte, habe ich das jetzt einmal so überbrückt, dass der quasi den Kreislauf gar nicht schließen kann, weil wenn hier Öl rausläuft, läuft es maximal hier rein und dann passiert auch nichts. Weil hier ist noch relativ sehr viel Servoöl drin, das wollte ich jetzt alles nicht rausholen. Ja, und dann haben wir eigentlich alle Teile, die wir für den D16 brauchen. Und so sieht meiner quasi jetzt im Motorraum aus. Wie ihr seht, macht der EJ6 Fortschritte. Das alles dauert allerdings viel länger, als ich dachte. Und wir haben noch so ein paar Kleinigkeiten gemacht. Also ihr habt ja gesehen, ich habe die Kühlerschläuche, die ich eigentlich für meinen geplant hatte, eingebaut. Entsprechend auch die Gummis für Schaltgestänge. Das Schaltgestänge mussten wir übrigens nochmal tauschen, weil das vom Del Sol, was wir dazu gekauft hatten, war zu lang. Heißt also, wir haben das jetzt aus meinem EJ9 nehmen müssen. Dann haben auch die hinteren Buchsen dann gepasst, also die beim Del Sol Schaltgestänge immer wieder rausgeflogen sind. Die haben dann da wieder gepasst, also sind das tatsächlich andere. Und dann hat er noch eine Thermodichtung gekriegt für die Ansaugbrücke. Wir haben die Ansaugbrücke sowieso runternehmen wollen. Ganz einfach, um zu schauen, wie es dahinter aussieht, platztechnisch, dass wir da alles sauber machen konnten, ein bisschen noch. Und ja, der hat entsprechende Thermodichtung gekriegt. Die alte sah so aus, ihr seht das ja auf dem Bild. Oder viele kennen das auch, wenn sie schon mal eine Ansaugbrücke abgenommen haben. Die Dichtung klebt meistens überall dran und ist eklig abzumachen und entsprechend war das auch genau das gleiche. Und diese Thermodichtung ist ein bisschen dicker, also was heißt ein bisschen dicker, schon ein ganzes Stück dicker. Und soll halt dafür sorgen, dass die heiße Luft aus dem Motorraum nicht in den Ansaugtrakt gelangt und soll so quasi die Ansaugtemperatur ein bisschen runterkühlen. Soll Leistung bringen, ob das wirklich so ist, ich weiß nicht. Ich habe mir die damals nur gekauft, weil eine andere Ansaugbrücke sowieso in meinen Civic sollte. Ist ja alles nicht passiert. Dann hat man noch ein größeres Problem mit dem Kabelbaum und zwar hatten wir den Del Sol Kabelbaum ursprünglich dazu gekriegt zum Motor. Der passt ja nicht in EJEK. Und dann haben wir uns überlegt, ob wir jetzt einen EJ9 Kabelbaum irgendwie umpinnen, ob wir noch einen kaufen oder. Weil der Kabelbaum, der mit meinem B16 Swap kam, der sollte eigentlich da auch dranbleiben. Jetzt haben wir allerdings gesehen, dass der sowieso irgendwie zusammengebaut wurde aus verschiedenen Teilen. Also da wurden andere Stecker für die Einspritzdüsen reingelegt und dann andere Stecker für den Zündverteiler wurde dran gemacht. Also es wurde alles irgendwie so zusammengebaut aus verschiedenen anderen Steckern bzw. anderen Kabelbäumen und so hat mir das nicht gefallen und deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, dann alles, was wir vom Del Sol Kabelbaum brauchen, packen wir da dran und entsprechend verzögert sich das Ganze noch ein bisschen. Nichtsdestotrotz, die meisten Teile, die wir jetzt aus dem EJ9 gebaut haben, sind im EJ6 auch jetzt drin, bis auf die Antriebswelle vorne rechts. Und was natürlich auch noch ein bisschen verzögert hat, war die Tatsache, dass wir natürlich noch ein paar Teile besorgen mussten. Sprich, die Rückleuchten etc. waren ein bisschen doof, aber ich hoffe, dass das Auto jetzt bald läuft und dass ihr auch mindestens genauso gespannt seid wie ich. Dann geht es demnächst auch quasi, ja nicht mit dem EJ9 weiter, vielleicht ein bisschen langsamer, weil der muss jetzt erstmal irgendwie in die Garage gebracht werden und dann wird der Motor ausgebaut. Der neue Motor kommt nicht direkt rein, auch wenn das natürlich möglich wäre, also gerade um zu sehen, ob der überhaupt anständig läuft, aber das weiß ich ja, weil ich hatte den Motor ja schon an, also von daher wird das auf jeden Fall erstmal so sein, dass der Motor aus dem EJ9 rauskommt und da werden wir ganz lustige Sachen mitmachen. Der wird auf jeden Fall nicht verkauft, sondern seid gespannt auf jeden Fall, was damit passiert. Und das Video vom EJ6 Schlüssel kommt jetzt auch die Tage.
Es ist alles momentan ein bisschen sehr busy hier, also der Zeitplan ist relativ voll, weil ich bin morgens in der Uni, arbeite fast den ganzen Tag am Auto, weil zumindest so, wie ich es schaffe, und muss natürlich auch super viel lernen, arbeiten etc. Deswegen ist das momentan auch mit den Videos ein bisschen schwierig, deswegen seid mir da auf jeden Fall nicht böse, ich versuche dran zu bleiben, weil, naja, ihr habt Lust darauf, ich habe Lust darauf, ich sehe, wir werden auch immer mehr und mehr Abonnenten, von daher ist das schon ganz cool auf jeden Fall, das zeigt mir, dass ihr da Bock drauf habt. Ach ja, und natürlich habe ich mich auch darum gekümmert, dass Ludwig seinen Amazon-Gutschein erhält, beziehungsweise ihn angeschrieben. Ich muss gleich nochmal auf jeden Fall checken, ob er mir auch schon zurückgeschrieben hat. Ja, auch das habe ich so ein bisschen nach hinten rausgezogen, nicht weil ich es vergessen habe oder nicht weil ich da keine Lust drauf hatte, sondern einfach, weil es immer so zwischen Tür und Angel, habe ich dann irgendwie nicht ganz dran gedacht und hatte da auch wenig Zeit für. Aber jetzt ist das auch alles durch. Würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank für euren Support. Und falls ihr euch fragt, wo Basti bleibt, ja, auch den werdet ihr mit Sicherheit wieder bald im Video sehen. Also der ist nicht unter der Erde oder so, sondern der ist einfach auch sehr beschäftigt momentan. Der muss auch viel arbeiten. Wie gesagt, ist das halt ein bisschen schwierig, weil ich lebe nicht davon, und wenn das irgendwann mal soweit ist, dann kriegt ihr von mir aus auch fast täglich Videos oder täglich Videos. Aber bis dahin müsst ihr euch leider gedulden, so wie es aktuell ist. Und wenn wieder mehr zu tun ist, kommt auch wieder mehr an Content. Aber ich wollte das Video, was ich jetzt hier gemacht habe, nicht auf zwei Videos aufteilen, weil, naja, ich möchte eigentlich irgendwie auch die EJ6-Reihe langsam mal beenden. Deswegen werden die Videos dann einfach ein bisschen länger. So, jetzt aber genug gesubbelt. Vielen Dank fürs Zuschauen, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!